Guten Abend, meine Damen und Herren. Bitte entschuldigen Sie tausendmal, dass ich mich ein bisschen verspätet habe, aber ich kämpfe noch mit dem neuen Hemd. Das ist wie. Aber wir fangen ganz pünktlich an. Keine Angst. Guten Abend, meine Damen und oh! Da sind ja noch die Nadeln drin. Ich hoffe, dass meine Lieder einfach flix noch mal schon wieder. Kinder, ich werf gleich den ganzen Krempel hin. Heute wollen wir musizieren und außerdem, was soll der Zettel hier? Wer war der Schuft? An diesem Hemd aus reiner Seide haben Sie ungetrübte Freude. Halt, mein Freund, wer geht denn hier gleich in die Luft? Ja, meine Damen und Herren, solange mich noch dieses Hemd hemmt. Schauen Sie sich am besten schon mal unsere Mitwirkenden an. Wie Sie gleich sehen werden, haben wir alle mal ganz klein angefangen. Wir, das sind Alice und Ellen Kessler, Wenke Mühre, Anneliese Rothenberger, Roy Black, Gunther Philipp, Luis Tränker und Peter der Kleine. So was lange währt, wird hoffentlich gut. Kein Grund mehr, dass ich diesem Hemd misstrau. Drum guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren, und willkommen. Und willkommen jetzt zu meiner neuen Show. Au! Unglückselige kleine Nadel, dass ich dich nicht finden kann. Da, da, oh, ah, dass ich dich nicht finden kann. Sie sehen, meine Damen und Herren, ich bin schon wieder bei der Oper. Ist aber auch kein Wunder, nachdem Sie mir das letzte Mal so viel Mut gemacht haben auf diesem Gebiet. Erinnern Sie sich noch? So viele Papageno, Papageno, Papageno. Oh, mein Papa, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber es ist genau der richtige Zeitpunkt, um mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, von ganzem Herzen zu bedanken für die einmalige Reaktion auf meine letzte Sendung. Wirklich, herzlichen Dank. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das hier bei uns angekommen ist, dass die Sendung bei Ihnen angekommen ist. Ich hab mich auch Ihnen zu Ehren und auch wegen der guten Kritiken, die wir bekommen haben, in meinen Smoking geworfen, nicht? Hoffentlich muss ich nach der heutigen Sendung das nächste Mal nicht in der Lederhose auftreten. Aber jetzt genug der Worte, jetzt wird gesungen. Am liebsten würde ich Ihnen gleich eine weltbekannte Nummer singen. Also, wie Sie vielleicht wissen, war ich vor einiger Zeit auf großer Deutschland-Tournee und da habe ich jeden Abend ein Lied gesungen. Das war für die Leute also ein Mordspaß und das möchte ich auch jetzt singen. Das war ein Welthit. Ein richtiger, also ein großer Welthit in englischer Sprache und später dann auch in deutscher Sprache. Naja, war auch ein ganz schöner Erfolg, ja. Die Delilah. Ja. Aber warten Sie ab, da waren die Kritiker, die waren nicht so ganz einverstanden mit dem deutschen Text. Sie haben geschrieben, er wäre ein bisschen verwässert gegenüber dem Original. Da weiß man sofort, was los ist. I felt the knife in my hand. Da weiß man, die ist hin. Die ist alles abgemurkst. Ne? Auch von Ihnen, meine Damen und Herren, bekam ich auch Zuschriften. Sie haben geschrieben, Mensch, Peter, mein Junge, nun schreib uns doch mal endlich, was ist nur mit der Ollen? Ist sie tot oder ist sie nicht tot? Ne? Also diese Ungewissheit möchte ich heute von Ihnen nehmen. Für Sie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Heute bring ich sie um. Nacht war's doch, ich sah noch Licht, als ich bei ihr vorbeikam. Und auch zwei Schatten, die sah ich und wusste, was war. Sie kann nicht treu sein. Trotz ihrer Spüre sind sie und der andere ein Paar. Für uns zwei, die Leila, ist vorbei. Weil wir zwei einander so sehr geliebt
Drum wähl ich die Leider, den einzigen Ausweg, den's gibt. Als dann der Morgen kam, sah ich den anderen fortgehen. Ich ging hinüber zu ihr und ich fragte, warum. Sie aber lachte. Und jetzt passen Sie auf, jetzt geht's gleich los. Und dann erschoss ich sie. Und dann erstach ich sie. Und dann erhängt ich sie. Und dann ertränkt ich sie. Und dann erhob ich die Hand. Sie erschrak und war stumm. Für uns zwei die Leider ist vorbei, die Leider, weil da nie ein Ausweg war für uns zwei. Da liegt sie, darum die Leider, darum ist jetzt alles vorbei. Bitte die Leiche wegschaffen. Vergib mir die Leider, für uns ist jetzt alles vorbei. Ah ja. Also. So ein Luder. Aber jetzt hat sie es. Jetzt hat sie es. Jetzt ist sie tot. Also, was so ein Weibstück mit einem Mann alles machen kann. Ich muss aufpassen, meine Frau schaut nämlich auch zu. Aber zu einer populären Schau gehören nicht nur weltbekannte Schlagermelodien, da gehören auch viele andere Sachen dazu. Und die haben wir alle gesammelt hier, also archiviert. Nicht? Ich würde sagen, zu einer volkstümlichen Sendung gehört unbedingt ein Kind. Also Kinder, na, wollen wir mal schauen, unter K, was wir da alles haben. Ja. Ja, ja, Menschenskind, Heintje, du warst doch das letzte Mal, da kannst du nicht schon wieder mitmachen. Aber er ist so ein netter Kerl, er darf noch mal, ja? Mama! So, jetzt ist aber genug. So, was haben wir denn noch? Moment mal. Yes. Also wir, Gags braucht man in so einer Schau. Ich sage Ihnen, am laufenden Band, das sind diese kleinen, verkniffelten Sachen, die so zwischendurch passieren müssen. Gags haben wir unter G. Mal schauen, was da geht. Na, da, servus, da, das ist sehr komisch, das war ein guter Gag, da kann ich ja noch stundenlang drüber lachen, wirklich. Ach so, na, aber Einfälle muss man haben in so einer Show, ich sage Ihnen, also Einfälle, wenn man nur einfallen würde, wo wir die Einfälle haben, wo haben wir denn, ui, die sind ganz unten, ich sehe schon, aha, unter E, ui, da kommt man ja so schwer ran an diese Einfälle, ah, aber, ja. Oh, sind ja mehr, als ich dachte. Kein doppelter Boden. Wird vielleicht doch noch eine ganz gute Sendung. Aber irgendwas habe ich doch vergessen. Da war doch noch, natürlich, Jugend und Talent. Und beides findet sich unter M wie Mühre, Wenke Mühre. Darf ich mich ein bisschen zu dir setzen, Wenke? Ja, bitteschön. Das ist aber nett, gut zu parken, gell? Ja. Sag mal, du hast heute deine neueste Eroberung mitgebracht. Ja. Wie schaut sie denn aus? Ich meine, wie sieht er denn aus? Ja, wie soll ich ihn beschreiben? Er ist groß, sportlich, hat schöne braune Augen, weiße Zähne. Also umgekehrt wäre es schlimm, ne? Ja. hat ein offenes, fröhliches Gesicht. Am besten selber anschauen. Ja, ist er da? Ja, hier unter F für Fußball. Radenkovic! Aber im April, da ist es passiert. Da hat mich im Mondenschein ein junger Mann geküsst. Und nun weiß ich, was sein Hobby ist. Das
sie hat sich im Leben nie aus Fußball was gemacht. Aber er hat mir alles beigebracht. Ich kenn alle Fußballregeln und bin obendrein. Heute das Maskottchen vom Verein. Jedem Gegner macht er das Leben schwer. Kopfball und Elfmeter sind für ihn nur Spielerei, denn sein guter Engel ist dabei. Ah, Vitamine, Trauben, Zucker, sowas braucht er nicht. Anstattdessen schaut sie ihm ins Gesicht. Hält er dann die Bomben und der Gegner, der bricht ein, krieg ich rote Rosen vom Verein. Ja, Moment, wo gehst du hin? Ja, ich bin verabredet ins Kino. Tschüss. Ciao. Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Und das Spielfeld ist mein Mach schon, jetzt, ja! Ich wär verrückt. Roy Black! Peter! Peter! Ja, Roy! Darf ich dir die Blume zurückgeben? Ja, du hast es eh schon ganz abgebissen. Sag einmal, du gehst ins Kino? Ja, das ist ein furchtbar schlechtes Fernsehprogramm. Ah ja, stimmt, heute ist die Alexander schon. Ja, hat er vollkommen. Ja, aber der hat mich erschreckt im finsteren Kino. Der Kuss war doch für die Wenke. Also, dann kann ich ihn ja gleich weitergeben. So. Na, was ist denn? Wohin soll ich denn schon wieder weg? Ja, war mir viel zu brav. Der Film? Der Kuss. Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass der Roy Black und ich
so viel gemeinsam haben? Jawohl, das Angeln. Ja, das auch, obwohl ich etwas ganz anderes sagen wollte. Aber das mit dem Angeln, das stimmt. Der hat sogar ein eigenes Fischwasser. Du musst, Peter, du musst mal zum Fischen. Ja, sofort, sofort. Ja. Du, sag mal, hast du schon irgendwas gefangen? Ja, vor kurzem einen Hecht, ne? Na, Moment, Moment mal. War der ausziehbar oder was? Nein, einen Meter ungefähr war er lang. Ach, ein Meter. Ich habe einen Stör gefangen, mein Lieber. Stör? Der war mit Kaviar 2 Meter. Ein Stör mit Kaviar 2 Meter? Jetzt kann ich dir sagen. Ja? Ich habe vor 2 Wochen einen Walfisch gefangen. Hey, du hast auch einen Walfisch gefangen? Also du auch? Ja, na, ich auch. Na, natürlich auch, ja. Und, dann sind wir doch quitt. Nein, sind wir nicht. Ich habe meinen Walfisch nur als Köder verwendet. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Ja, ja, ist ganz gut. Jetzt komme ich nämlich auf das zu sprechen, was ich vorhin sagen wollte, dass der Roy und ich so viel gemeinsam haben. Nein, wirklich. Wir singen auf gleicher Welle. Auf weicher Welle. Ja, wir singen auf gleich. Aber ich bin natürlich von uns beiden der Weisere. Und ich bin der Leisere. Na, das, lieber Roy, das wird sich erst herausstellen, wenn wir jetzt lauter... Leise, nein. Wenn wir jetzt lauter, leise Lieder singen. Leiser! Leiser! Nicht schlecht. So ist's recht. Etwas leise Musik, ein paar Worte dazu. Glaubst du, dass das die Leute mögen? Etwas leise Musik, 2 wie ich und wie du. Ich glaub, sie haben nichts dagegen. Wenn sie allerdings mehr für die lauten Laute sind, bitte protestieren sie nur ganz leis. Doch geht unser Gesang ihnen unter die Haut, dann applaudieren sie bitte ganz leise. Laut! Kommt die Nacht aus weiter Ferne, ganz leise, singt sie uns das Lied der Sterne, wie von 1000 Geigen singt und klingt es ganz leise. Dumme ganz leise, singt die Nacht ihr Lied. Und das schöne Lied, es heißt, leise rauscht es am Missouri. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. An den Ufern des Missouri wohnt dein Glück, leise, ganz leise, klingst du im Raum, zärtliche Weise, walzer Traum, süßeste Schmerzen, zärtlicher Chor, dringt aus dem Herzen selig empor. Frühlingsverlangen, Glück ohne Ruh, Hoffen und Bangen, Liebe bist du. Einmal noch leben, ehe es vorbei, einmal noch leben, einmal im Mai. Heimlich still und leise kommt die Liebe, wie ein kecker Dieb in dunkler Nacht, fordert als Tribut des Herzens Triebe, zauberisch süße Liebesmacht.
leuchtet hell die goldene Morgensonne. Schon erträumt man sich das schönste Ziel. Alles um uns her ist Glück und Wonne, himmlisch süßes Liebesspiel. Sag beim Abschied leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh. Doch das kleine Wörtel Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Es gibt ja aus Jahr ein neuen Wein. Na, was ist? Was ist? Der bleibt hängen. Was ist? Es gibt ja aus Jahr ein. Es gibt ja aus Jahr ein neuen Wein. Jetzt haben wir schon gehört. Jetzt ist schon Fahrt. Jetzt haben wir schon gehört. Also noch einmal. Drei, vier, ein Lied. Jahr aus Jahr ein. Das ist immer dasselbe. Das ist immer dasselbe. Die Leute schlafen ein. Das Publikum schlaft ein. Na, was ist? Geh. Ein neuen Wein. Was? Die Frucht, das ist der Seeknick. Das ist der Seeknick. Na, bitte noch. Bitte schon. Also, nur einmal. Jetzt kommt's. Gebt ja aus, ja. Das war nicht aus, das war niemand dafür. Ein alter Mann, das ist der alte Mann, ist das. So, also, das ist ein Quartalsänger. Ein Quartalsänger. Es gibt ja aus, ja ein neuen Wein. Nicht wahr? Und neue Liebelein, sag beim Abschied leise Servus. Denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch schön. Ja, Moment, am Blick, er will was sagen, ja? Und jetzt, meine Damen und Herren, ich bin so gern bei dir. Was, bei mir? Ja, bei dir auch, aber eigentlich... Also eigentlich ist der Roy Black lieber bei Ihnen, jawohl, meine Damen und Herren. Aber Vorsicht, meine Damen, kein Genuss ohne Roy. Bei dir.
noch so weit. Ich gehe den Weg, dich zu sehen, und ich wünsch, du wärst bei mir. Ans Ende mal, Medi, was hast du da rausgekriegt? Äpfel oder Birnen? Knödel. Was macht ihr denn hier? Hallo, wie viel Knödel? Was macht ihr denn hier? Wir spielen Schule. Ja, Schule? Ja. Du, das ist eine Mordzeit, Roy, du musst unbedingt mitspielen. Ja. Ja, der Roy hat auf diesem Gebiet eine unerhörte Erfahrung. Ich? Ja, du hast ja schließlich einen Schulfilm gemacht, nicht? Ja, ja. Immer Ärger mit dem Roy. Ich habe auch eine gemacht, aber die Wenke. Ich habe keine gemacht. Na, wird höchste Zeit, Rolle, nicht? Peter, als Schulkatze. Na, ich könnte sie mir auch als Schuldiener vielleicht. Also jetzt gehen wir an die Verteilung der Rollen. Mal sehen, was es da gibt. Wer ist der Schüler? Ich bin der Schüler. Und ich bin die Schülerin. Was bleibt für mich? Na klar, dass dann ich der strenge Herr Lehrer bin. Liebe in der Schule, ja, das wär einfach. Darin wär kein Mädchen und kein Junge schwach. Liebe in der Schule könnte herrlich sein. Man lernt der Küssen statt Wissen und Amore statt Latein. Man lernt der Küssen statt Wissen und Amore statt Latein. Ich weiß, in diesem Fach seid ihr beide recht begabt. Doch wollen wir erst mal sehen, was ihr sonst im Köpfchen habt. Was weißt du von Tacitus? Sprich nicht drüber. Wofür kämpfte Spartacus? Sprich nicht drüber. Und wer säugte Romulus? Sprich nicht drüber. Das ist schon so lange her, das weißt du keine mehr. Blick, du schaust andauernd weg. Was ist halt mit dir los? Woran denkst du denn bloß? Ich denk an sie die ganze Zeit und alles tut mir leid. Sag, willst du weiterhin so träumen? Dann wirst du viel versäumen und niemals so recht gescheit. Was ist ein Imperativ? Joi, ist das schwer! Ein Imperativ ist ein Befehl, wie zum Beispiel der! Komm allein, wenn du dich einsam fühlst. Komm allein, ich küss dich einmal, zweimal. Ich weiß was! Ich weiß, was dir fehlt. Ein Mann, der dich lehrt, wie man rechnet und zählt. Ich zähle immer zu. Die Zeit bis zum Rendezvous. Und was zählst du? Ich zähle täglich meine Beulen. Denn ich sorg mich sehr, wenn ich denk, du liebst mich nicht, lieb ich dich umso mehr. Ich zähle täglich meine Sorgen und lieb dich wie zuvor. Wenn ich nicht mehr zähle, weiß ich, dass ich dich verlor. Black, du schaust schon wieder weg, ich bring dich gleich auf Trab. Was lenkt dich denn so ab? Sie trägt heute ein wunderschönes Kleid. Ich habe so viel Zeit, will ich heute
lass uns doch, es wäre wunderschön, gemeinsam durch den Abend gehen. Das ist ein Ding-Dong, Mama, Mama, Sing-Song, Teeny-Weeny-Flower-Power-Kleid. Ein hübsches Dingsdags, dieses Lama-Dingsbus, na, wie heißt das? Ich schau doch gar nicht weg. Sag, weißt du irgendwas vom Herrn Pythagoras? Gar nichts weiß ich von Pythagoras. Oder doch, Moment, mir dämmert gerade was. Dämmert was? Ob der Mann nicht akkurat Hypotheken ins Quadrat. Leck, oh Schreck, du weißt noch nicht mal das. Pause! Beiß nicht gleich in jeden Apfel, er könnte sauer sein, denn auf rote Apfelbäckchen fällt man leichter rein. Schimpf nicht gleich auf jeden Lehrer, er könnte schlimmer sein. Mach ihn lieber zum Verehrer, dann kannst du dich freuen. So, Schluss für heute. Das heißt, bevor ihr euch entfernt, sagt mir noch schnell, was habt ihr heute gelernt? Die Liebe im Allgemeinen ist mal zum Lachen und mal zum Weinen. Na, wenn schon Liebesleid. Mit einem Blumenstrauß. Damit ist die Geschichte von der Schulbank Liebe Also ich muss sagen, in so eine Schule wäre ich auch mal gern gegangen. Aber es hat vorhin Pause geklingelt, nicht? Und in einer Pause darf man sich ja ein bisschen stärken. Kinder, macht doch mal die Heizung hier aus, das ist ja unheimlich. Also ein Gläschen Wein werde ich mir jetzt einschenken. Meine Damen und Herren, mein nächster Gast, der... Ei, gerade wo es so schön war. Ja, herein. Da bin ich. Das freut mich, ja. Wer sind Sie bitte? Ich bin Ihr Double. Bitte was? Ihr Double. Naja, aber ich brauche kein Double. Nein, wirklich, ich brauche kein Double. Ich mache alles selbst. Ich tanze selbst, ich singe selbst, ich trinke selbst. Wollen Sie einen Schluck haben? Oh, danke, ja, aber Sie verstehen mich. Miss. Ja? Hm? Ich bin ein Double für schwierige, für ausgesprochen, danke, gefährliche Situationen. Verstehen Sie? Ja, ja. Hm? Ich vertrete Sie überall da, wo besonderer Mut verlangt wird. Ja, dann passen Sie mal auf, dann gehen Sie mal schnell zu meiner Frau und sagen Sie ihr, dass ich das Wochenende nicht mit ihr verbringen kann. Ich gehe nämlich mit Roy Black angeln. Sehr gut. Also, Prost, Leute. Ja. Das tut gut. Endlich einmal. War zum letzten Mal Ihr Double. So schwierige Situationen können Sie mir gar nicht bezahlen. Aber vielleicht das ZDF? Ja, also, meine Damen und Herren, meine nächsten Gäste. Was ist denn schon wieder ein Double? Ja, guten Abend. Guten Abend. Wie geht's denn so? Das ist fein, das freut mich. Gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Mhm. Sehr interessant, ja. Meine Damen und Herren, der Herr, dessen Gebaren Ihnen vielleicht so ein bisschen komisch vorkommen mag, der lebt von diesem Ulk. Ich darf bekannt machen, er ist der Schöpfer der beliebten, kleinen, großen Mainzelmännchen, Wolf Gerlach. Ist
Sagen Sie mal, Herr Gerler, Sie müssen sich doch stündlich neue Streiche ausdenken für Ihre Meinzelmännchen. Kriegen Sie da keine grauen Haare? Viel schlimmer, die gehen alle aus. Aha. Aber zum Glück gehen Ihnen anscheinend nicht die Einfälle aus, ne? Keine Angst, jetzt brauchen Sie keine zu haben. Nein, nein, Irene Mann hat Ihnen diese Sorge abgenommen. Irene Mann, das ist unsere Choreografin. Sie hat die Meinzelmännchen zum Leben erweckt. Sie sehen nun das Irene Meinzelmann-Ballett.
miteinander, alle miteinander, alle miteinander, grüß euch Gott, alle miteinander, alle miteinander, grüß euch Gott. Ja. Ui, ui, ui. Ui. So, ja. Bin schon da. Bin. Gratuliere, Alexander. Ja, wir haben heute die erste Steigung der Gamskogel Nordland gemacht. Gratuliere. Ich danke vielmals. Aber kein Wunder bei so einem Bergführer, bei Louis Trenker. Ja, bitte. Nein, bitte. Danke. Bitte nach Ihnen. Aber ich muss sagen, das ist ein ganz schöner Hartscher da herauf, der zieht sich. Na ja, Sie sind auch nicht mehr der Jüngste, was? Wer sagt Sie? Man müsste noch mal 70 sein. Hey! Was war das? Rief da nicht eben jemand um Hilfe? Nein. Das kenne ich genau. Das ist ein Berliner, der jodelt. Aber Sie geben mir Ihr Stichwort, Herr Trenker. Denn ich habe gehört, dass Sie so alles wissen, was irgendwie mit den Bergen zusammenhängt. Wissen Sie auch, wer den Jodler erfunden hat? Ja, das weiß ich genau. Ja? Den Jodler hat der Butzenbacher Toni erfunden. Donnerwetter. Ja, aber vorher hat er noch die Dreschmaschine erfunden. Ja. Ich wäre verrückt, was Sie alles wissen. Ja. Aber wann hat er den Jodler erfunden? Den Jodler hat er erfunden, wie er mit den zwei Fingern in die Dreschmaschine reingekommen ist. Das ist schön. Das ist schön. Aber zurück zu Ihren Bergkenntnissen, die Sie sich ja in fast 40-jähriger Filmarbeit erworben haben. Warum machen sich das die Jungen nicht zunutze? Ich meine, warum sieht man keinen neuen Louis Trenker-Film im Kino? Ja, das ist eigentlich, da denke ich auch manchmal drüber nach. Ja. Aber wissen Sie, es war halt so, früher, wir sind halt raus in die Berg und haben die Berg aufgenommen, gefilmt, fotografiert. Nicht? Die Landschaft. Und die Jungen heute, die gehen nicht raus, sondern die fotografieren und filmen die Popos. Und das ist für eine Landschaft immer zu wenig künstlerisch, gebe ich. Also, Sie kratzen sozusagen nur zu Ihrem Privatvergnügen auf die Berge? Ja. Und dann wird das nicht ein bisschen fad, so ganz allein am Gipfel? Nein. Ich meine, hier ist ja nichts los herum. Ich meine, hier gibt es keine Menschen, hier gibt es keine Unterhaltung. Ja, hier gibt es nicht einmal ein Fernsehen. Na, Fernsehen gibt's hier nicht, das ist schon wahr, doch schauen sich die Fernsicht mal an. Das ist doch ein Bild, so gestochen und klar, dass kein Fernsehen da mithalten kann. Sie haben nicht Unrecht, ein herrliches Bild und alles in Farbe und Duft. Auch gibt's keine Tonstörung. Höchstens einmal ein Gewitter, das reinigt die Luft. Ja, man braucht gar nicht viel, um glücklich zu sein und sich seines Lebens zu freuen. Doch eins hat das Fernsehen der Fernsicht voraus. Die niedliche Ansagerin. Was Niedliches brauchen's, das haben wir durchaus. Schauen Sie doch nur einmal ganz genau hin. A Gamskitz, a Klans ist doch auch nicht so schlecht. Was sagen's jetzt? Ach, ist das süß. Und außerdem sehen's von dem nicht nur das Gesicht, na, auch noch das Gestell und die Fürs. Ja, man braucht gar nicht viel, um glücklich zu sein und sich seines Lebens zu freuen. Und trotzdem, da lass ich mir gar nichts erzählen, ein bisschen Musik wär doch nett. Na freilich, mir selbst würde irgendwas fehlen, wenn ich hier meine Musik nicht hätt. Wird mir mal die Zeit lang, dann hock ich mich hin und spiel alles das, was ich mag. Ich brauch keinen Verstärker und krieg drum auch nie wie beim Beat einen elektrischen Schlag. Ja, man braucht gar nicht viel, um glücklich zu sein und sich seines Lebens zu freuen. Die Leute da versteh ich nicht, lieg ich da schief, anstatt in die Berge zu gehen. Da sitzen's und schwitzen's hier in diesem Mief, nur um so zwar wir uns zwar zu sehen.
es stimmt, so ein Berg ist viel schöner als wir. Und wenn gleich noch ganz wie bestellt das Alpenglühen einsetzt, sieh, das ist eine Schau, die endlich mal jedem gefällt. Ja, man braucht gar nicht viel, um glücklich zu sein und sich seines Lebens zu freuen. Ja, man braucht gar nicht viel, um glücklich zu sein und sich seines Lebens zu freuen. Ja, lieber Luis Trenker, Sie sind, ich kann das ruhig hier ganz offiziell sagen, Sie machen nämlich selbst überhaupt keinen Hehl daraus, Sie sind 76 Jahre alt. Ah, noch nicht ganz. Na? Erst im Herbst. Aber darf ich heute doch schon gratulieren? Bergheil und Gesundheit und alles, was dazu kommt. Und das Lied, mit dem ich mich jetzt von Ihnen verabschieden möchte, das ist genau umgekehrt. 67 Jahre alt. Aha. Ich habe es ganz bewusst ausgewählt, denn es ist genauso wie Sie, trotz seiner Jahre, immer jung geblieben, nämlich die Kirschen im Nachbarsgarten. Ja, und, also ich gehe jetzt runter. Ja. Ist das hier? Naja, muss man schon aufpassen. Ich bin jetzt ganz schwindelfrei. Aha, soll ich Ihnen helfen? Nein, ist das hier der kürzeste Weg ins Tal? Ja, der kürzeste. Ja, ist gut. Soll ich Ihnen helfen? Nein, danke schön. Wissen Sie, bei einem Sänger geht der Abstieg von ganz allein. Als Bübchen mit heißem Verlangen sah oft ich zum Nachbarn hinein. Dort sah einen Kirschbaum mich prangen, der lud mich zum Naschen ein. Die Kirschen ganz heimlich gestohlen, was Besseres wusste ich mir kaum. Ich kroch durch den Zaun, sie zu holen und klettert auf Nachbarsbaum. Kaum konnte ich die Stunde erwarte, wo sich die Gelegenheit bot, die Kirschen in Nachbarsgarten, die waren so süß und so rot, die Kirschen in Nachbarsgarten, die waren so süß. Die waren so süß und so rot. In fremden Revieren zu Kirschen, das lernte ich auf mancherlei Art. Die Liebe zu fremden Kirschen war stärker, je älter ich ward. Bald liebte ich ein Frauchen unselig, ein leichtes, ein lustiges Blut. Ihr Männchen gar alt und gar kläglich vertrug frisches Obst nicht mehr gut. Kaum konnte ich die Stunde erwarten, wo sich die Gelegenheit bot, die Kirschen in Nachbarsgarten, die waren so süß und so rot, die Kirschen im Nachbarsgarten, die waren so süß, die waren so süß und so rot. Längst hätte ich ein Weibchen genommen, nur eines beängstigte mich. Auch ich werde Nachbarn bekommen, die gerade so klug sind wie ich. Die wollen gleich mir sich erlaben an Kirschen auf fremdem Revier. Doch ich mag keine Mitesser haben und sprach drum im Stillen zu mir. Ich will mit der Ehe noch warten. Ich weiß zu genau,
was mir droht. 17 Jahre bin ich jetzt verheiratet. Die Kirschen im Nachbarsgarten, die sind viel zu süß und zu rot. Die Kirschen im Nachbarsgarten, die sind viel zu süß. Die sind viel zu süß und zu Also jetzt, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich mich am liebsten selbst beglückwünschen, nämlich zu meinem nächsten Gast. Ich habe mir da so eine kleine Begrüßungsansprache aufgeschrieben, die ich Ihnen sehr gern vorlesen möchte. Darf ich? Ja, vielleicht kann man noch irgendwas ändern, noch ein bisschen kürzen. Herzlich willkommen rufe ich einer Frau zu, über deren Mitwirkung ich sehr, sehr glücklich bin. Seit Jahren zähle ich zu ihren Bewunderern, obwohl ich nicht weiß, was ich mehr an ihr bewundern soll. Ihre Stimme, ihre persönliche Ausstrahlung, die Anmut ihres Spiels. Also ich glaube, weitere Worte sind hier vollkommen überflüssig. Sie haben längst erraten, es kann sich einfach nur um... Also ich weiß nicht, ist ein bisschen schwülstig, ne? Finden Sie nicht auch? Ich weiß nicht, ich nehme da oben ein Stickel weg. Oh, und da unten nehme ich auch ein Stickel weg. Und das schmeißt mal ganz weg. Vielleicht genügt das, was da übrig... Natürlich, genügt vollkommen. Herzlich willkommen, Anneliese Rothenberger. Was sehe ich? Sie haben sich auch so einen Spickzettel mitgebracht? Ja, das sind so ein paar Gedanken, die habe ich mir zur Begrüßung aufgeschrieben. Na, das würde ich aber gerne mal hören, ne? Na, ich weiß nicht. Na, bitte. Na, schön. Ja? Lieber Peter Alexander. Ist schon gut, ist schon gut. So reizvoll der Gedanke ist, für uns Opernsänger ist es doch immer wieder ein hartes Los, sich entscheiden zu müssen, sollen wir nun in einer Show auftreten oder nicht. Singen wir etwas Klassisches, enttäuschen wir vielleicht die Anhänger der leichten Muse. Singen wir etwas Leichtes, halten uns die eigenen Reihen vielleicht für abtrünnig. Dass ich trotzdem keine Sekunde gezögert habe, in Ihrer Show mitzumachen, lieber Peter, das mag Ihnen beweisen, wie gern... Ja, also ich weiß nicht, das klingt so schwülstig. Dafür finde ich gar nicht. Sie waren gar so schön in Schwung. Wie gern, wie gern. Wissen Sie was? Ich mache das ganz genau wie Sie. Ich reiß mir da so ein Stückel raus. Na, aber doch nicht so wahllos aus der... Warten Sie mal ab, vielleicht genügt's. Was steht denn drauf? Das genügt. Los, singen wir. Das mache ich sehr gern. Mache ich wirklich sehr gern, Anneliese. Aber bitte nach Ihnen. Nach Ihnen. Denn zunächst singt Anneliese Rothenberger für Sie das Vogellied aus Der Sohn des Mikado von Sullivan Reinl. Tirili, tirili, tirili,
Flöte, das Vöglein, ach, mach mich doch frei. Und der Prinz brach die Stäbe des Käfigs entzwei. Heraus sprang das Vöglein mit jubelndem Schrei. Tiu, 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 tiu. Zauberhaftes Lied. Danke, ich bin Sie haben was vergessen bei mir. Hab's mitgebracht. Sollten noch mal vorlesen, glaube ich, ne? Lesen Sie mal. Nein, nein, bitte. Los singen wir. Ja, ich bin da. Bin bereit. Ich auch. Thank you.
eine kleine Erholung verdient. Soll doch mal die anderen, ne? Wollen wir mal sehen, was es auf einem anderen Kanal gibt. Vielleicht irgendeinen spannenden Krimi. Das könnte dir so passen, Peter. Jetzt, wo ich dran bin, schalte sofort zurück oder ich schieße. Ja, ja, Moment, nicht so. Ich habe vollkommen vergessen, dass er dran ist. Unser Gunther Philipp. Meine Damen und Herren, ich habe mir für Sie einen kleinen Scherz ausgedacht. Einen Scherz in drei Teilen. Eine ganz alltägliche Situation. Zwei Männer verehren ein und dieselbe Frau. Wie wird dieses heikle und delikate Problem gelöst in drei verschiedenen Ländern? In Frankreich, in Wien und in Böhmen. Pardon, das war mein Pardon. Nein, ich muss sagen Pardon. Un moment. Un, deux, trois. Pardon. Ah, ich sehe, Sie wollen machen einen Besuch bei meiner Madeleine. Ich will? Natürlich. Aber bitte, wenn Sie wollen, bitte nach Ihnen. Ah, natürlich. Ein Franzose will nie mehr. Aber sagen Sie, Sie kennen Madeleine schon lange? Ja, schon eine Ewigkeit. Drei Tage. Oh, das ist natürlich eine andere Situation. Ja. Wie ich sehe, haben Sie ein kleines Präsent für Madeleine. Apropos, mein Name ist Pierre. Oh, Pierre, enchanté, ich heiße Jean. Aber natürlich, in diesem Fall, après vous. Aber Ihnen. Mein lieber Jean, warum gehen wir nicht zusammen? Das ist eine geniale Lösung. Und so französisch. Mon Dieu, wer war der Monsieur? Ich fange zu begreifen an, das war Ihr eigener Mann. Was, Sie betrügt uns mit dem Herrn Gemahl? Da kann man nur sagen, un Skandal! Mautstadt! Ah, einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Ropatschke, abwarten, ob das ein schöner Tag wird, komme ich vom Hotel Prskavec. Mein Name ist Giblik. Ja, Satraceni, Sie sind der Giblik? Ja. Jetzt weiß ich alles. Also, die Burschen hat mir von Ihnen erzählt. Ja, das freut mich. Mich hat es nicht gefreut, was sie mir erzählt hat. Sie machen Ihnen an ein Stubenmädel heran beim Staubsaugen. Also, ich habe mich gesaugt. Sie nicht, aber die Burschen. Aber ich habe bitte schön ganz ehrliche Absichten. Möchte ich bitte schön die Burschen heiraten? Das will ich auch. Na, wer hindert Ihnen? Meine Frau. Ah, das schön. Sie sind verheiratet? Na, natürlich. Aber ich bin ledig. Rosamisch? Na, no, Rosamim. Na, no, schön. No. Also, 1-0 für Ihnen. Also, Sie wollen meine Burschen heiraten? Natürlich. In so einem schäbigen Anzug. Möchten Sie am Standesamt gehen? Na, hören Sie mal, der Anzug ist nach Maß. Was? Nach Augenmaß vielleicht? Schrecklich! Wer hat gemacht dieses gestreifte Unheil? Darf ich ja mal schauen, wer war der Verbrecher? Der Wiesel und Schirn, und das schaut ihr mir ähnlich. Da passt er nicht und da passt er nicht. Da macht er Falten und da passt er auch nicht. Die Hose schaut doch direkt aus wie ein Cocksackerl ohne Cock. Schrecklich! Und da haben Sie den Maulwurf. Erlauben Sie? Ich erlaube nicht, dass Sie mit meiner Boschena mit einem so schäbigen Anzug in den Bund fürs Leben hupfen. Also mir gefällt der Anzug. Nur Ihnen, weil Sie keinen Geschmack haben, aber eine Boschena hat doch einen erlesenen Geschmack. Na, wenn ich Sie so anschaue, glaube ich das weniger. Der Schubu. Was haben Sie gesagt? Ja, nichts, ich habe nur gehistelt. Ja, da haben Sie aber auch Glück gehabt, Herr Ernst. Ja, also, Sie brauchen einen neuen Anzug. Bitte schön, wer sagt das? Ich! So, jetzt werde ich Ihnen Maß nehmen. Ja. Also, wie lang haben Sie Ihre Füße? Noch seit meiner Geburt. Nein, ich meine in Zentimeter. Na, glauben Sie, ich habe meine Dimensionen im Kopf? Ich habe das Gefühl, Sie haben gar nichts im Kopf. Jetzt messen Sie schon. Ich messe ja schon, ja. So, also, das weiß ich ganz schön kurz. Jetzt werde ich Ihnen Maß nehmen hier bei der Brustherumfangung. Achtung, bitte, ja. Einatmen. So, nicht. Na, was ist denn hier? Was ist denn? Halten Sie den Retour. Haben Sie nicht eine andere Methode für Maßnehmen? Bin ich ein normaler Mensch? Bin ich kitzlig? Also schön, Sie sind kitzlig, nehme ich die andere Methode, von mir persönlich entwickelt. Bitte suchen Sie dann einen Stoff aus. Es sind lauter schottische und englische Stoffe direkt aus Brienne. Na, nehmen wir den Blassen. Ja, der gefällt Ihnen. Ja. Das habe ich gleich gewusst, sehen Sie. Also, das ist nämlich ein sehr schöner, erlesener Stoff, wissen Sie. Und der ist so schön gelb, wenn Sie ihn hier möchten halten, bitte. Ja. Der ist so schön gelb. Also, mit dem können Sie im Sommer direkt nach Hongkong auf Urlaub fahren. So, und jetzt legen Sie ihn bitte drauf.
Was auf dem Tisch? Nein, auf dem Rücken. So legen Sie ihn ein. Hören Sie mal, das aber. Ah! Was ist? Was ist? Da war wohl eine Nadel. Das macht nichts. Ich habe noch viele andere. Zieh ihn später heraus mit dem Magneten. Also. Sie haben vielleicht ein Gemüt, ganz wie ein Fleischerhund. Mal schlecht. Also, jetzt da hier, jetzt fange ich an. Ja. Bitte Hände ausstrecken und ganz ruhig liegen. Achtung, ich beginne. Na, keine Aufregung, die Fingernägel waren eh schon zu lang. So, gleich bin ich da. So. Vorsicht, so. So. Jetzt bitte aufstehen. Na? Und wie gefällt Ihnen jetzt dieses Mandel? Na, Jesus Maria, bitteschön, was ist das da für ein Lappen? Das verstehen Sie nicht, das ist eine Kapuze. Na, wer will ins Kloster? Na, also. So. Und was kostet der ganze Spaß? Also bitte, ich würde sagen, das Ganze, so alles in allem, 5000 Kronen. Was sind Sie deppert? Nur wieso? Bis jetzt habe ich immer 1000 Kronen bezahlt. Aber hören Sie, das ist doch für Stoff, für Zubehör, für Fasson. Was, 4000 Kronen? Für Fasson von einem Anzug? Und da ist ja schon die Fasson von der Bojena dabei. Ist das nicht so viel? Na, hören Sie, bei dem Zubehör. Also schön, komme ich am Mittwoch zur zweiten Anprobe. Bitte schön. Den habe ich schön hereingelegt. Was heißt denn, aha? Gib keine frechen Antworten erst. Heute goschen. Na, also, warum nicht gleich ein bisschen freundlicher? Sag einmal, ich hab dich so lange nicht gesehen. Wo warst du? Ich war geschäftlich tätig. Da schau her. Mhm. Ich hab ein Juweliergeschäft aufgemacht. Da schau her. Mit Geld? Nein, mit Stemmeisen. Wo warst denn du? Na, wo wär ich schon gewesen sein? Versteh. Das erste Mal, dass mir der Staat etwas geschenkt hat. Geld? 2 Jahre. Und wegen was bist du gesessen? Weil ich eine Scheibe eingetreten habe. 2 Jahre? Wie eine Fensterscheibe? Eine Kniescheibe von einem Wachmann. Ach so. Sag einmal, eine Frage. Na, was ist? Was machst denn du, Tata? Auf wem wartest denn du? Mein Lieber. Ich warte auf die Klasse der Puppe vom ganzen Verzehr. Ich weiß. Ich mach dich aufmerksam, der gehört nämlich mir. Der gefurt, ja. Na logisch, Herr. Der mit den blonden Wuckerl, mit den blauen Guckerl, Herr. Der hat doch eine Figur wie ein Pin-Up-Girl vom Playboy. Was hast du da gebaut? Wie die Venus von Milo. Aber mit Hand. Na weißt du, wenn es dir so gut gefällt, was gehst du nicht auf zu ihr? Na bin ich deppert? Sie ist ja nicht allein. Wer ist bei ihr? Kriminalpolizei. Ach so, ist vielleicht zu schnell gefahren? Nein, zu langsam gegangen. Ach so. Na ja, ich verstehe. Na ja, dann würde es besser sein, ich warte vielleicht auch da auf ihr. Wenn ich mir vorstelle, dass du hier wartest, auf die krasseste Puppe vom ganzen Bezirk, in einem total zerfetzten Anzug, mein Anzug ist zerfetzt? Noch nicht. Na, wo ich erst? Ein Moment, wo sind wir denn so? Mein Lieber, so. Einmal noch. Und ich sauf dir auch Gas. Das andere lasse ich dir zum Warnen. Betrachte deinen Kreislauf erst. Was ist? Der Blick durch ein Spitalfenster wird dich beruhigen. Ich schau durch ein Spitalfenster? Noch nicht. Na hallo, was ist? Und das schickst nach Afrika. Für was? Für einen Elefanten als Rüsselschoner. Na Moment, Herr, na Moment. Herzlichen Dank. So. Tauschmotor, geh mal, so. Merkt ihr das, mein lieber Freund? Ich hab das Gefühl, das ist gar keine Bildung. Vielleicht mehr wie du, du Ruhmzuzler. Aber wenn ich mir vorstelle, dass du hier wartest und dass die klasseste Katze vom ganzen Bezirk abgeholt wird von einer Leiche. Ich bin eine Leiche?
Noch nicht. Hallo. Na, was sind wir, Moment? Na, warte, na, dir werde ich sagen jetzt. Jetzt pass mal auf, damit du mal weißt, wie das geht. Also, ich, so, so. Ein Moment, ich mache noch ein paar Biegelfalten rein. So. Schau mal, was da kommt. So. Schau dir das an. Ui, ein Moment. Bin ich besoffen oder sind das zwei? Du, das sind wirklich zwei. Sag, hast du gewusst, dass die Venus von Milo eine Zwillingsschwester hat? Na, keine Ahnung. Jetzt hast du mir dir erklärt, dass ich da deinen schwarzen Traum zerfetzt habe. Ich bitte gar Carolo, dafür hab ich deine Randsteinhummel zerlegt. Bist bess. Gehört ja nicht mehr. Wieso? Ein Moment, wen gehört das Moped? Der Kriminalpolizei. Ja, genau. Also, so viel über die Liebe in Frankreich, in Böhmen und in Österreich. Und über die Liebe des Österreichers zum Wein haben wir jetzt nicht gesprochen. Aber bitte, wir können das sofort nachholen. Haben Sie gewusst, meine Damen und Herren, dass ein Österreicher, wenn er also ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat, dass er da besonders tierlieb ist? Nein, wirklich, wirklich. Er kommt dann meistens mit zwei Viechern nach Hause. Einmal mit einem Affen. Hm? Na, der Affe ist schon da. Moment, hm? Wo ist denn der zweite? Waldi, komm zum Herrli. Ja, Waldi. Oh, brav. Wenn ich mit meinem Dacke von Gritzig heimwärts wacke, dann sagen die Leute, das gescheite Vieh. Jetzt frag ich sie, wen meinen die? Ja, aber da nicht mich. Ja, aber da nicht mich. Ich kann doch meinen Dacke, den süßen Grundlack, nicht tragen wie eine Blumenstrauß, denn ist das Wirtshaus später raus. Ja, wer führt denn mich dann zu Haus? Hä? Mein Dackel, ja, mein Dackel kennt sich aus. Na komm, schön brav, ja. Hab's schon meinen Dackel gesehen? Hab's schon gesehen? Was noch nicht gesehen? Sieh, der ist gescheit und der ist schön. So viel gescheit und so viel schön. Erst wenn sie uns beisammen sehen, dann werden sie das verstehen. Wenn ich mit meinem Dackel vor Gritzig heimwärts wacke, dann sagen die Leute, das gescheite Vieh. Jetzt frag ich sie, wen meinen die? Ja, aber du nicht mich. Ja, aber du nicht mich. Ich kann doch meinen Dackel, den süßen Grummelacke, nicht rang wie einen Blumenstrauß, denn ist das Wirtshaus später raus. Na, wer führt denn mich dann zu Haus? Hä? Mein Dackel, ja, mein Dackel kennt sich aus. Mein Dackel kennt sich aus. Waldi, es hat geklopft. Herein! Guten Tag. Guten Tag. Verzeihen Sie, bin ich hier richtig bei Nante? Nante ist im nächsten Stock. Aha, ja, dann gehe ich wieder. Von also, ja, Waldi, also wirklich, da kann man nur sagen, alle Hunde lieben Theobald. Also, wenn man ein bisschen zu tief in die Flasche gesehen hat, dann kann man leicht doppelt sehen. Und wenn ich bei meinen nächsten Gästen ein bisschen doppelt sehe, so hat das einen ganz bestimmten Grund. Es liegt an einem kleinen Rechenexempel. Eins und eins, das macht zwei. Und zwei sind heute dabei. Die Einsen einfach undenkbar sind. Ich glaube, Alice und Ellen braucht man kaum mehr vorzustellen, denn die Kesslers kennen sie bestimmt auch so. Mir bleibt nichts weiter als zu gehen jetzt,
aber Sie, Sie hören und sehen jetzt Ellen und Alice im Wunderland der Show. Die Spannung umschwebt, wenn es rauscht und der Vorhang sich hebt und das Haus unter Beifalle biegt. That's Entertainment, wenn heiß und der Rhythmus durchdringt, wenn Musik alle Herzen bezwingt, das zum Schluss selbst das Publikum singt. C'est le spectacle, Madame und Monsieur sitzen vorn im Parkett. Madame schwärmt zu sehr für ein Männersextett. Schwärmt für das Ballett und die Glanze der Lichter erstrahlen die Gesichter und fragt man uns, lieben Sie Show, oh la la, fragt man immer, wo Show, hey, hallo, fragt man, how is the Show, dann sagen wir, oui, oh yes, nur für Sie sind wir geboren. Wie man sich fühlt, so geht man. Fiel Ihnen das schon auf? Es gibt Schritte und Gänge. In jeder Menge. Achten Sie mal drauf! Hast du was erreicht? Ja, dann gehst du wie ein König. Bist du aber alt und müd, fällt das in dir schwer. Hast du einen Schwips, ja dann schwankst du nur ein wenig. Doch wenn es ein Rausch ist, dann schwankst du sehr viel mehr. Suchst du einen Mann, ja dann solltest du recht sexy und keinesfalls wie Charlie Chaplin gehen. Und hast du ihn gefunden und du fühlst, wie gut ihr euch versteht. Dauert's nur Sekunden, wisst ihr, wie auf Wolken geht. Führst du hübsche Kleider vor, ja, dann musst du schreiten. Gehst du auf dem Drahtseil, dann musst du balancieren. Bist du ein Soldat, ja, dann lernst du schon bei Zeiten. Man kommt mit dem Gehen nicht weit, nur mit dem Marschieren. Wenn du jung und sportlich bist und ein guter Geher, vielleicht gehst du als erste Mal durchs Ziel. Sie sehen, ob ernst, ob fröhlich, ob pedantisch oder ob verspielt. Jeder geht genauso, wie er sich gerade fühlt.
dem Himmel noch nicht weiter, dann such dir einen Begleiter, um nicht mehr ganz allein zu Es gibt noch so viele Schritte, die wir Ihnen zeigen könnten, meine Damen und Herren. Zum Beispiel den ersten Schritt ins Leben. Nein, den können wir Ihnen nicht zeigen. Aber den ersten Schritt in die Gesellschaft, den können wir Ihnen zeigen. Ich denke da, wie das bei uns in Wien ist, da gibt es jedes Jahr den Opernball. Nicht? Ein ganz festlicher Ball. Und jedes Jahr bei diesem Opernball wird die Jugend, die jungen Studenten, die Debütantinnen, die Debütanten, die werden in die Gesellschaft eingeführt, bei der großen Polonaise. Und was braucht man dazu nun? Einen festlichen Rahmen, den hätten wir. Ein festliches Gewand, das habe ich auch. Und jetzt Geigen, Geigen und wieder Geigen für die große Polonaise.
tanzen wir beide bis in die Früh. Dankeschön, wenn wir auch auseinander gehen, gibt's doch ein Wiedersehen. Dankeschön, Sie waren bezaubernd nett zu mir, das bleibt mein schönstes Souvenir, bis wir uns wiedersehen. Meine Damen, meine Herren, Sie hier im Saal und Sie zu Haus, jetzt sag ich zu Ihnen Servus, auf Wiedersehen, die Show ist aus, drum Dankeschön, Sie waren bezaubert, Dankeschön, wenn wir auch auseinander gehen, bald gibt's ein Wiedersehen. Mm-hmm.